Ja, hallo. Wir sind so dankbar, dass wir diese Zeit nutzen können für Frankreich zu beten und fasten. Wir haben bis jetzt etwa, ich glaube, 20.000 französische Beichtgebete schon gedruckt und wir planen auch jetzt für nächstes Jahr die dritte Ausgabe. So, für diese Gebet und Fasten wäre gut, wenn wir für diese Sache beten, auch für die Beichtgebete in Frankreich. Und wir planen ja auch eine Metal Bible für Frankreich zu machen. Wir haben das schon in Spanien gemacht, zusammen mit der Beichtgebete und auch mit Polen. So, das ist unser Gebetsanliegen. Bitte auch für die Leute auf der Straße, in Gefängnissen, auch bei den Biker-Szene, Motorrad-Szene, dass viele von denen das Evangelium bekommen und auch sich für Jesus entschieden. Und ich denke, dass wir als christliche Motorradclubs und Bikers, wenn wir diese Einsätze machen auf verschiedenen Motorradtreffen und so weiter, ist das schon für viele Gemeinden auch eine Hoffnung, da sind wir Hoffnungsträger. Und ich denke auch, dass das, was wir tun, werden sich auch multiplizieren in die Gemeinden in Frankreich. So bitte auch bitte für die Gemeinden in Frankreich, dass die Freimütigkeit bekommen, neue Schritte zu tun in der Stadt und auch in Gefängnissen und auch in der Jugendkultur, überall, wo Menschen sind, wo wir das Evangelium verbreiten können. Und das ist so wichtig. Und Frankreich ist ein sehr wichtiges Land auch, auch politisch und geistlich gesehen ist ja ein sehr wichtiges Land. So bitte auch für die christlichen Motorradclubs, The Way, CMA, Jesus Bikers oder Biker for Christ, dass die auch wachsen, dass neue Leute dazukommen, Mitarbeiter, die das Evangelium weitergeben und dass sie auch ja, Jüngerschaft und ja, richtige Nachfolge für Jesus. Wir brauchen viele Arbeiter für die große Ernte in Frankreich. Ich möchte ganz kurz mit euch zusammen beten. Danke, Jesus, dass du segnest jetzt Frankreich. Segne auch die verschiedenen christlichen Clubs dort. Lass die wachsen und lass die gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Und wir danken dafür, dass du der Herr bist. Du bist allmächtig Gott. Und wir segnen auch die Biker-Bibel, die dritte Auflage und auch die Metal-Bibel. Auch Gott öffnet die Türen. Und wir segnen auch die Gemeinde, dass die Mut bekommen und dass die auch christliche Biker wie Hoffnungsträger werden für die Gemeinden in Frankreich. Darum danken wir dafür. Segne jetzt unsere Brüder und Schwestern in Frankreich. Wir bitten auch für die Leute im Gefängnis. Wir beten auch für die Leute auf die Straße. Wir bitten, dass da, wo es dunkel ist, soll dein Licht ausstrahlen. Und viele sollen zu dir kommen und dich erleben. Jesus Christus. Amen. Gott segne euch alle und sei dabei jetzt im Gebet und Fasten für Frankreich. Okay, ciao.